Jo, Rex mit dir, Signal. Schön, dass du den Kanal hast. Und heute zeige ich dir ein Ressourcenpack. Yeah, mit Shader natürlich. Na, viel Spaß. Jo, fangen wir jetzt erstmal an hier mit dem Pack. Innen ist richtig geil gehalten. Das ist eines meiner Lieblingspacks auch wieder heute. Es ist richtig normal und simpel gehalten. Es ist einfach nur geil. Es ist halt richtig ein Animated PvP Pack von Vetorix, ne? Ist ein richtig geiles Zeug da, ne? Muss ich sagen. Ist eines meiner Lieblings-Ressourcen-Packs. Und ich zeige euch einfach mal das Grobe und Ganze hier, ne? Hier erstmal die Truhe auch schön transparent, auch wie so der Ofen. Richtig schön in einem Stil gehalten. Auch die Blöcke sind richtig cool gehalten. Also, ich feiere das richtig geil. Also, es ist richtig gut, ne? Auch hier die Rüstungen, richtig episch, normal und eben neutral gehalten, so gut wie möglich. Auch mit einem Schatten umrahmt ein bisschen. Ich finde es richtig geil. Und jetzt ziehen wir erstmal die Eisenrüstung an. Die Ketten müssen wir nicht unbedingt anziehen. Moment. Rechtsklick drauf. Ja, perfekt, okay. So, die Brustplatte. Ja. Also ihr seht hier, es ist richtig geil gehalten, das Eisen, es ist einfach nur geil. So, das ist meine zweite Aufnahme aus dem Grund, weil die erste Aufnahme mein Mikro nicht aufgenommen hat, sonst wäre das die Aufnahme richtig geil geworden. So, auch die Dio-Rüstung ist richtig geil, das Blaue, Alter, richtig episch. Es mag auch sein, dass es nur an meinem Shader liegt, aber ich glaube nicht, weil es wäre kacke, es war richtig kacke. Also hier eben die Dio-Rüstung, richtig episch, ich mag das Dunkelblaue daran und das Hellblaue, wie das so, ja, weggestreift wird, das ist richtig geil. Gut, auch die Blöcke hier ist gut gemacht, ist auch richtig gut fürs Bauen gemacht. Ist nicht nur ein PvP-Pack, ist auch ein Build-Pack, wie man sehen kann. Also es ist richtig geil. Die Lava ebenso auch und das Cupweb richtig episch. Also PvP würde man da schon eher wollen. Da habe ich wieder Lust drauf bekommen. Und hier auch die Erze, auch für die URCs und allgemein Skywars auf dem Gomez-Server. Ist richtig geil gehalten. Ich habe schon eher so ein Texture-Pack gesucht, aber ich habe es nicht. Look, das ist richtig geil. Okay, hier nochmals die ganzen Rüstungen. Ist schon mal geil. Ich würde mit dem zocken. Ja, gut, gehen wir mal weiter. Hier noch der Amboss, auch transparent gehalten. Und gehen wir mal dort hoch. Jetzt kommen wir zu meinem Favoriten-Part. Das sind die Schwerter. Sind ein bisschen zu kurz geraten, meiner Meinung nach. Aber naja, die kann man ja noch raustauschen und so weiter und so fort. Ne? Also hier erstmal das Holzschwert. Simpel und animated natürlich. Deswegen auch animated Sword-Pack. Mehr oder weniger, ne? Es ist halt ein Texture-Pack. Auch hier nochmals hier. Ich finde sie zu kurz fast, aber ich glaube, mit dem kann man trotzdem gut spielen. Hier auch nochmal das Goldschwert. Dann kommen wir jetzt zum Steinschwert. Finde ich richtig geil mit dem Lava-Effekt oder Feuereffekt. So eine versteckte Kraft. Ich finde sie richtig geil. Hier nochmals das Eisenschwert. Auch richtig geil. Und natürlich das Dierschwert. Was auch immer das da drin ist, aber es ist geil. Es ist richtig geil. Gut, sammeln wir das Ganze auf. Hier nochmals der Goldapfel, Kuchen, sonstiges Beef-Teil da. Und dann noch die Tränke. Ist richtig geil. Gehen wir da durch. Haben wir einen Bogen erstmal hier mit den Pfeilen. Ist ein bisschen gräulich gehalten, muss aber wahrscheinlich auch so sein. Und dann schießen wir erstmal daneben. Ja, gut. Und kein Feuerwerk. Gut, das Ganze ist ja, wie wir sehen hier, sieht man nicht. Doch, sieht man. Sind coole Sternchen. So ein bisschen orange-grün. Grünlich gehalten, ja. Ja, Leute. So, das Feuer hier auch. Richtig schön. Machen wir weg, bevor das unsere ganze Hütte wegbrennt. So, die Erfahrungsflächen natürlich auch. Richtig gut. Die Enderperle. Normal gehalten. Nichts Besonderes wirklich. Stärke. Sprungkraft. Und Schadentrank. Muss gesagt sein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Erhalten Goldapfel und einen Kuchen. Kuchen auch normal hier. Duck. So, gehen wir darüber. Das Wasser sieht jetzt auch nicht so aus, weil ich einen Shader drin habe. Also für die Leute, die es nicht wissen. Gut, dann machen wir hier weiter, ne? Verzauberung ist... Boah. Muss schon sagen, ist auch schon richtig geil gehalten. Endertruhe natürlich auch. Ja, die Truhe, Werkbank und der Ofen wieder einmal. Unser Hund hier. Gut, dann hier noch einmal. Zack. 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 Boah, ist richtig geil, ist richtig geil. Und ich muss schon sagen, die Aussicht da oben ist richtig legendär. Gut, dann gehen wir da unten hin, ne? Und starten die Nacht. Ja, die Nacht ist was Besonderes, Leute. Wartet mal, ich nehme mal kurz einen Shader raus. So, die Nacht ist richtig geil. Ist halt ein bisschen hell hier. Aber die Nacht und allgemein der Tag ist richtig gut.
Also, es ist mein Geschmack. Es ist, so habe ich damals auch gespielt, deswegen mag ich das Texture Pack auch so. Hier auch noch das Bambus, ne? Oh, Zuckerrohr und sonstige Sachen. Dann machen wir wieder den Shader rein. Und zeige euch noch den letzten Part. Hier noch den Kürbis, ne? Wenn man den aufsetzt, hat man etwas richtig Geiles. Yeah, nice. Das ist ein PvP Texture Pack. Animated natürlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Und ansonsten sehen wir uns nächstens wieder beim neuen Video. Ja, ciao, ciao.